Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung hier auf MMC MOBA TV. Da weder Markus noch der Schatzi Zeit hatten für mich für dieses Video hier und es letztendlich ja auch nur ein Quickie ist, nur ein kurzes Video mit einigen wichtigen Infos, habe ich meinen Bruder Oliver gebeten, mich hierbei zu unterstützen, auch wenn er sonst nicht gerne vor die Kamera tritt. Aber in diesem Fall hat er dann doch zugesagt und ich bin froh, dass er da ist. Ja, vielen Dank für die Einladung, wobei ich gleich dazu sagen muss, also das wird hier nicht zur Regelmäßigkeit werden, das kann ich schon mal versprechen. Aber da du mich so lieb gebeten hast, habe ich gedacht, gut, einmal kannst du das Ganze ja machen. Und deswegen bin ich mal heute für die Begrüßung mit anwesend. Ja, und das Ganze sollte ja auch letztendlich nur als Gag oder als kurzer Spaß zu Beginn der Sendung sein. Also von daher bin ich ja froh, dass er zumindest kurz hier war. Ja, ich denke, das soll es dann auch gewesen sein. Gut, mein Lieber. Also nochmal vielen Dank für die Einladung und ich mache mich wieder vom Acker. Ich muss rüber und Schotterkleber abfüllen. Ja, und auch den neuen Graskleber, den muss ich auch abfüllen, beziehungsweise deiner Frau Sorana helfen. Ja, Oliver, alles klar. Vielen Dank erstmal, ganz, ganz herzlich. Dennoch nochmal meinen herzlichen Dank und natürlich viel Spaß und Erfolg beim Abfüllen unseres Schotterklebers, wenn du jetzt rübergehst zur Halle. Ach so, Schotterkleber normal und Oxid natürlich, so dass das auch ab morgen oder übermorgen spätestens für euch wieder bestellbar ist. Ja, und wenn du rübergehst, dann lieben Gruß an meine Frau. Dann mache ich mich mal wieder, wie gesagt, auf die Socken und ich sage Ciao, Leute, an dieser Stelle und noch viel Spaß mit diesem Video und der Pappnase hier rechts an meiner Seite. Bis dann. Ciao. So, ihr Lieben, Spaß beiseite. Kommen wir zum Ernst des Lebens bzw. zum Spaß des Lebens. Dann in diesem Falle doch, weil was haben wir heute natürlich auf der Agenda für diese kleine Sendung oder beziehungsweise kurze Sendung. Es geht natürlich, logischerweise habe ich euch ja versprochen, wir müssen ja noch die Bekanntgabe des Gewinners vom letzten Gewinnspiel bekannt geben, beziehungsweise die Bekanntgabe dementsprechend raushauen. Da geht es heute drum. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben ja nicht nur Videos auf unserem MOBA-Kanal, sondern es gibt ja auch eine sogenannte Community und dieser Community poste ich immer kurzfristig entweder Bilder von Neuheiten oder was eingetroffen ist, aber unter anderem auch Umfragen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Und ich habe vor anderthalb oder zwei Wochen, habe ich eine Umfrage in der Community gestartet. Und ich habe aber das Gefühl, da bisher erst 1200 Stimmen sind, bei 18.000 Abonnenten ist das natürlich noch relativ gering, weil ich mal davon ausgehe, da ja viele von euch auch nicht unbedingt vielleicht das Glöckchen aktiviert haben für alle personalisierten Nachrichten beziehungsweise für alle Nachrichten. Deswegen will ich da nochmal drauf hinweisen und damit der eine oder andere, der vielleicht gar nicht weiß, wie man in die Community kommt, blende ich mal hinter mir ein oder auch jetzt, während ich sappel, vor mir, dass wenn ihr auf unseren Kanal geht, dann gibt es einmal die Rubrik Videos, Shorts, was weiß ich, oder auch eben Community. Und wenn ihr da auf die Community klickt, da seht ihr dann auch immer so neue Posts von uns bzw. von mir und unter anderem eben auch diese Umfrage. Und die Umfrage blende ich euch mal ein. Wie gesagt, bisher haben etwas über 1200 Leute von euch an dieser Umfrage teilgenommen. Und bei der Umfrage geht es, dass wir gerne von euch wissen wollen, welches Gleissystem ihr nutzt. Wir haben, das habe ich auch schon zig Kommentare, könnt ihr darunter auch lesen. Und der eine oder andere fragt dann immer, ja, wo ist denn das Gleis oder jenes Gleis? Wir haben bei diesen Umfragen generell bei YouTube immer nur Möglichkeiten, 5 Positionen zu nennen, also 5 Auswahlkriterien oder 5 mögliche Antworten dementsprechend euch zur Verfügung zu stellen. Mehr geht leider nicht. So, und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt hier eine empirische Umfrage starten wollen, um jetzt zu wissen und dann anschließend zu behaupten, 60% der Modellbahner nutzen C-Gleis, sondern es geht uns ja nur darum, was ihr, also sprich unsere Abonnenten des Kanals, die ihr also regelmäßig unsere Videos seht, da wollen wir wissen, wie ist unsere Community aufgestellt, damit uns das auch ein bisschen hilft,
das ein oder andere Thema vielleicht noch hinzuzunehmen oder überzugewichten, weil wir eben wissen wollen generell, wer nutzt von euch C-Gleis, wer nutzt M-Gleis, wer nutzt K-Gleis und wer ist von euch Abonnenten eigentlich Zweileiterfahrer oder vielleicht sogar N-Bahner. Das sind so die hauptsächlichen Dinge, die wir mal von euch wissen wollen. Also es geht nicht darum, dass wir anschließend später dann behaupten, ja, 60% der Modellbahner in Deutschland fahren MacLean C-Gleis. Um Gottes Willen. Es geht uns nur um hier mal Sachen zu erfassen für uns, damit wir auch Themen anders eventuell gewichten können oder aufschlüsseln können. Wie sind unsere Abonnenten, also sprich die Zuschauer unseres Kanals aufgestellt? Deswegen, ich verlinke euch das natürlich nochmal, diese Umfrage in der Infobox. Da gebe ich den direkten Link drauf, dass ihr direkt zu dieser Umfrage kommt. Und ich möchte euch bitten, wer noch nicht mit abgestimmt hat, dass ihr das bitte auf jeden Fall tut. Gewinner, ich bin ein bisschen abgewichen und habe jetzt was vorgezogen. Natürlich müssen wir auch noch den Gewinner vom Gewinnspiel bekannt geben von der vorletzten Sendung. Ich hatte euch ja gefragt, wie denn zum Beispiel dieser eine Bausatz aus dem Dorfset von dem Pico-Sonderangebot, dieses fünfteilige Set, einmal für Dorf und einmal für Bahnhof, hatte ich ja vor zwei Sendungen, hatte ich das ja vorgestellt. Übrigens, es sind noch welche da, zur Not verlinke ich euch das nochmal, weil das sind ja ein fünfteiliges Set für jeweils um die 30, 34 oder 32 Euro, absoluter Kracherpreis. Aber was wollte ich wissen, wie dieser Bausatz aus dem Dorfset denn als Einzelbausatz, den es ja auch einzeln im Pico-Hobby-Programm gibt, heißt. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das dann ganz simpel ist. Ich hatte euch ja sogar Tipps gegeben, wie die Artikelnummer ist. Und trotzdem wart ihr ein bisschen übereifrig bei euren Antworten, weil korrekt heißt der Bausatz Landgasthof Krone. Es gab aber diverse Antworten, wo drin zum Beispiel stand Landgasthof zur Krone oder Landgasthaus, also sämtliche Sachen. Also von daher, die sind natürlich dann rausgeflogen, die sind nicht in die Ausziehung mitgekommen. Von daher waren es dann doch nicht irgendwie 300 oder 400, die wir da reinpacken mussten. War ein bisschen mühselig. Wir haben uns das aber geschenkt, jetzt noch zu filmen. Sorane hat ja die Ziehung gemacht, nicht ich. Hat da blind reingegriffen. Wir hatten die YouTube-Namen von euch ausgedruckt, auf so einen Zettel einmal eingeknickt, sodass man das nicht sehen konnte. Und dann hat Sorana gezogen. Und was hat Sorana rausgezogen? Ich blende es euch parallel dazu auch ein. Und zwar von einem YouTuber. Und das galt ja nur für Abonnenten. Deswegen, wir mussten auch manche Sachen, konnten wir nicht werten, weil auch der ein oder andere einfach geschrieben hat, obwohl er nicht unseren Kanal abonniert hat. Aber herzlichen Glückwunsch oder Glückwünsche gehen raus an Karl Polster 3765. So ist sein YouTube-Name. Ich blende es auch, wie gesagt, ein. Lieber Karl, ich gehe mal davon aus, dass du tatsächlich Karl heißt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast ja 10 Vallejo-Farben plus Pinselset und Farbpalette gewonnen. Tu mir bitte einen Gefallen und melde dich einmal per Mail bei Sorana. Ich blende die E-Mail-Adresse von Sorana parallel dazu ein. Sorana weiß dementsprechend Bescheid, damit sie das dann über dein Kundenkonto buchen kann. Und bei der nächsten Bestellung schicken wir das dann dementsprechend mit raus. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Karl. Und bitte nicht vergessen, melde dich bitte bei Sorana, damit sie das dementsprechend beiseite legen kann und eintragen kann, dass das dann mit einer deiner nächsten Bestellung dann rausgeht. Ja, und dann hatten wir das Thema auch. Community habe ich ja vorgezogen, das habe ich euch schon erzählt. Wie gesagt, bitte denkt dran, nehmt bitte mal an dieser Umfrage teil, teilt uns kurz mit, welches Gleissystem ihr benutzt. Und ich habe auch extra geschrieben, wenn ihr mehrere Systeme benutzt, also ich sage mal als Beispiel Schattenbahnhof C-Gleis und im sichtbaren Bereich aber K-Gleis, dann schreibt bitte, entscheidet euch für das Gleissystem, was ihr am meisten verwendet, beziehungsweise was im sichtbaren Bereich ist. Wenn ihr im Schattenbahnhofsbereich C-Gleis habt, aber ansonsten oben im sichtbaren Bereich alles mit K-Gleis macht, dann würde ich an dieser Stelle, oder dann wäre es sinnvoller, ihr würdet in diesem Fall dann K-Gleis anklicken, weil ihr euch da ja bewusst auch wegen der Optik oder so dann für K-Gleis entschieden habt. Ja, dann noch eine wichtige Message, und zwar ist vor zwei Tagen die letzte Tranche von unseren Exklusivartikeln in Zusammenarbeit mit Fiesmann, nämlich die Fiesmann Weichenantriebe für C-Gleis
inklusive Antrieb, Decoder und Weichenlaterne. Das ist ein Exklusivprodukt, was wir ja bei Fiesmann seit einigen Jahren regelmäßig pro Jahr immer produzieren lassen, mit einem separaten Karton, mit unserem Logo drauf. Ich blende euch das parallel auch ein. Und dann zum sehr attraktiven Komplettpreis, ist natürlich deutlich günstiger, als wenn ihr die Sachen einzeln kaufen würdet. Zumal es dann auch von uns noch ein Set-Preis gibt, nämlich ein Dreier-Set. Das ist dann noch ein Tick günstiger. Und da ist, wie gesagt, jetzt die letzte Tranche eingetroffen. Das waren jetzt nochmal, die letzte Produktion waren 500 Stück, jetzt für die Hauptsaison. Das heißt auch, wenn die dann weg sind, dann ist für dieses Jahr erstmal Schluss. Die nächste Tranche kommt erst wieder 2025, und zwar im Frühjahr. Also von daher, wer definitiv dieses Jahr noch anfangen will oder arbeiten will und braucht diese Antriebe, gerade dieses Exklusivset, dann kann ich euch empfehlen, schlagt jetzt bitte zu. In der Regel, zumindest war es so, wir haben ja schon 3 Lieferungen dieses Jahr bekommen, da waren die dann ungefähr 4 bis 5 Wochen, waren die Antriebe ausverkauft. Also deswegen, wer da noch Bedarf hat und noch Antriebe braucht, bitte zuschlagen. Und das, dadurch, dass wir das Ganze ja auch noch vor der Preisanpassung mit Fiesmann klar gemacht haben, ist also die Preisanpassung, die eigentlich zum 1.7. bei Fiesmann ja durchgeführt worden, ist hier noch nicht hundertprozentig umgesetzt. Das heißt, das ist jetzt auch noch der sogenannte 24er Preis. Die nächste Tranche 2025 müssen wir definitiv den Preis anpassen, weil wir dann ja auch zu neuen Terminkonditionen bestellen bei Fiesmann. Aber da wir gerade bei diesem Thema sind, Fiesmann Weichenantriebe, habe ich auch noch eine Kleinigkeit, weil ich habe in den letzten Wochen auch wieder Fragen, Kommentare, Mails bekommen und vor allen Dingen auch einige Kommentare in unseren 4 WhatsApp-Gruppen, wo der ein oder andere zum Thema Fiesmann Weichenantrieb sich geäußert hat. Da wird ja im Moment ganz viel auch ausprobiert, auch so Selbstdruck-Geschichten über 3D-Drucker mit Servomotoren oder MP1-Motoren. Aber die eben dementsprechend da hauptsächlich auf Fiesmann setzen, wir haben es ja auch auf Holtenburg komplett eingesetzt, und wer aber am Sommerfest dabei war, konnte das da ja auch sehen. Aber da habe ich auch festgestellt, dass der ein oder andere so ein Problemchen hat bei der Programmierung bzw. später im Betrieb bei den Fiesmann-Antrieben. Und deswegen nochmal hier der Hinweis, weil wir von wegen, dass der Decoder die Adresse vergisst, muss ich euch sagen, dann habe ich die Befürchtung, sitzt das Problem zu 99% vor dem Weichenantrieb und nicht der Weichenantrieb selber. Werner und ich haben ja jetzt Holtenburg soweit fertig. Am 9. November wird die Anlage ausgeliefert. Dann bringen wir sie zum Andreas. Darüber werden wir auch noch ein Video machen, gar keine Frage. Aber wir hatten die nun ein halbes Jahr jetzt in der Bauphase, mussten jetzt natürlich immer wieder auch Tests machen, haben jetzt letzte Woche nochmal einen Abschlusstest gemacht. Und bei uns funktionieren die Weichenantriebe auch jetzt nach einem halben Jahr alle einwandfrei, schalten schön safe, schön sachte, suche kräftig, dann vergessen natürlich keine Adressen. Und ich habe die Befürchtung, das liegt teilweise daran, dass ihr bei der Programmierung und anschließend im Betrieb die Kabel falsch verbindet oder dementsprechend eben vergesst, die anderen beiden blauen Kabel dann nach der Programmierung wieder abzuziehen. Deswegen will ich da nochmal ganz kurz drauf eingehen. So ein Weichenantrieb von Fiesmann, dieser 45558, jetzt bei uns der exklusive, oder auch wenn ihr den normalen C-Gleis-Weichenantrieb ohne die Weichenlaterne bei Fiesmann oder beim anderen Händler bestellt hat, da hat er die Artikelnummer 4568, aber das Prinzip und die Funktionsweise ist natürlich die gleiche. Wie gesagt, es sind 4 Kabel an diesem Decoder bzw. Antrieb. Es ist einmal braun und einmal gelb, das sind die Anschlüsse für die Zentrale, und gelb ist in diesem Falle für euch Märklinisten, ist dann in diesem Falle rot, also habt ihr eigentlich die Anschlussmöglichkeit dann mit rot und braun. Und dann sind noch 2 blaue Kabel dabei, die auch noch kleine farbliche Fähnchen haben. Nämlich einmal ein rotes Fähnchen, beziehungsweise so eine Ummantelung, wie so eine kleine Hülse, die da drum ist, und einmal grün. Und dieses Grün und Rot, beziehungsweise diese beiden blauen Kabel mit diesen rot und grünen Pigmentierung, beziehungsweise farblicher Kennzeichnung, die sind nur zum Programmieren da. Und es hängt ganz davon ab beim Programmieren, mit welchem Format ihr später schalten wollt. Also entweder DCC oder Motorola. Generell empfehlen wir euch ja immer DCC. Das heißt dann aber auch, dass dann bei der Programmierung dementsprechend ja die beiden blauen Kabel zusätzlich
angeschlossen werden. Und damit ich das jetzt hier nicht nochmal mit Skizzen oder so zeigen muss, mache ich nochmal im Hintergrund oder ich lasse jetzt einmal kurz das Video nochmal abspielen, wie soll ablaufen, was wir auch bei uns in der Artikelbeschreibung im Shop verlinkt haben. Da hat nämlich der Modellbahnjunge für Fiesmann damals, beziehungsweise hat selber dieses Video erstellt und bei Fiesmann läuft es auch, also auch bei Fiesmann auf dem Kanal. Und besser als er kann ich euch das auch nicht erklären. So, dann kann's losgehen. Vor dem Einbau muss die Weiche mit Hilfe des Handschalters auf die gerade Stellung gebracht werden. So wird eine kleine Lasche an der Unterseite der Weiche sichtbar. Nun könnt ihr den C-Gleis-Weichenantrieb einsetzen und ihn dabei in die Lasche einhängen. Mit den beiden mitgelieferten Kreuzschrauben könnt ihr jetzt den Antrieb an den dafür vorgesehenen Stellen an der C-Gleis-Weiche festschrauben. Mit den Klebepads könnt ihr noch anschließend die Steuerelektronik mit dem integrierten Decoder in der Bettung verstecken. Wenn der Antrieb eingebaut ist, könnt ihr mit der weiteren Verkabelung fortfahren. Im analogen Betrieb werden die beiden blauen Kabel an ein Stellpult angeschlossen. Im Digitalbetrieb werden diese nur für die Programmierung benötigt. Die Stromleitungen gelb und braun werden sowohl im analogen als auch im digitalen Betrieb benötigt, wobei ihr diese im digitalen Betrieb mit der Digitalzentrale verbinden müsst. Ja, und jetzt müsst ihr erst einmal den Ausgang an der Zentrale ausschalten. An der Central Station 3 drückt ihr dafür einfach die Stopptaste. Erst jetzt könnt ihr auch das gelbe und braune Kabel direkt mit dem Ausgang der Digitalzentrale oder dem Gleis verbinden. Zur Programmierung wird eines der beiden blauen Kabel mit einem der beiden Stromkabel verbunden. Im Märklin-Motorola-Betrieb wird das blaue Kabel mit der grünen Markierung verbunden und im DCC-Betrieb wird das blaue Kabel mit der roten Markierung angeschlossen. Bevor der Weichenantrieb programmiert werden kann, muss der Artikel erst in der Zentrale eingerichtet werden. Auf der Central Station 3 öffnet ihr dafür die Artikelliste, dann drückt ihr auf Bearbeiten und Artikelliste bearbeiten. Jetzt drückt ihr auf das Plus-Symbol, um einen neuen Artikel anzulegen. Im unteren Bereich findet ihr passende Symbole für eine Links- oder eine Rechtsweiche. Unten links könnt ihr jetzt einen Namen vergeben, zum Beispiel W1 für Weiche 1. Jetzt könnt ihr noch, je nachdem wie ihr die Weiche gerade angeschlossen habt, dem Artikel eine DCC oder Märklin-Motorola-Adresse vergeben. In meinem Fall verwende ich das DCC-Protokoll. Nun müsst ihr eine Adresse festlegen. Ich verwende die Adresse 6. Das war auch schon das Anlegen eines neuen Artikels. Jetzt könnt ihr einfach die Bearbeitung mit OK verlassen und dann die Digitalspannung mit einem erneuten Drücken auf die Stopptaste wieder einschalten. Das andere blaue Kabel müsst ihr jetzt ebenfalls mit dem anderen Stromkabel verbinden. Jetzt könnt ihr den Artikel auf eurer Digitalzentrale schalten. Wenn alles funktioniert hat, quittiert der Antrieb die Programmierung mit einem langsamen Umschalten des Antriebs. Nun könnt ihr die beiden blauen Kabel wieder entfernen und somit den Programmiermodus verlassen. Wenn ihr den C-Gleisantrieb erneut programmieren wollt, müsst ihr das Ganze einfach erneut durchführen. Beachten müsst ihr allerdings, dass nach dem Einbau des Fiesmann C-Gleis-Weichenantriebs die Weiche nicht mehr mit Hilfe des Handschalters umgeschaltet werden kann, um so schneller die Weichenstellung zu verändern. Dafür schaltet die Weichenzunge nun vorbildgerecht langsam und im Vergleich zu herkömmlichen Doppelspulantrieben weitaus zuverlässiger. Ja, und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, schaltet der Antrieb nun langsam zwischen geradeaus und abzweigend. Das Wichtige, was ihr nochmal wissen müsst, ist, wenn ihr DCC-Format benutzen wollt, dann müsst ihr eben das blaue Kabel mit der roten Kennzeichnung an das rote bzw. gelbe Kabel mit zusammenschließen bei der Programmierung. Und jetzt kommt nochmal das Wichtigste überhaupt, auch wenn es im Video gleich nochmal genannt wird. Wenn ihr dann die Adresse über die Zentrale vergeben habt und die Weiche bei der Programmierung dies auch bestätigt hat, sprich Adresse gemerkt und schaltet dann auch dementsprechend Abzweig oder Gerade, dann müsst ihr den Programmiermodus natürlich beenden und das tut ihr, indem ihr dann die beiden blauen Kabel entfernt. Das heißt, im Betrieb später, wenn ihr also die Adresse vergeben habt und programmiert ist, dann darf dieser Antrieb definitiv
nur noch mit seinem gelben und mit seinem braunen Kabel an der Ringleitung oder am Gleis verbunden sein. Wobei zum Thema Gleis. Theoretisch ist der Antrieb ja so ausgelegt, dass ihr ihn wie auch die Einbaudecoder von MacLean direkt am C-Gleis befestigen könnt. Ihr könnt es ja da direkt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich möchte euch bitte davon abraten. Die ganzen Weichenantriebe, ob das nun, wenn wir MacLean-Weichenantriebe mit dem Lodi 83 AC, haben wir ja sowieso eine separate, da gehen wir ja auch nicht übers Gleis. Und da kommt ja auch dann der Strom zum Schalten der Antriebe ja auch von einem AC-Travo. Hier bei den Fiesmann-Weichenantrieben brauchen wir ja nicht den AC-Travo, weil wir hier ja kein Remanenzproblem haben, ist ja kein Spulenantrieb. Das heißt auch hier, da muss ich auch nochmal drauf eingehen, weil das war auch in den WhatsApp-Gruppen Thema. Natürlich könnt ihr die Fiesmann-Antriebe ganz normal an den Digitalstrom anschließen. Da haben wir ja nicht das Remanenzproblem aufgrund des Antriebes, weil das ist ja kein Magnetspulenantrieb. Der Fiesmann-Antrieb ist ja ein motorischer Antrieb. Also deswegen, den könnt ihr ja selbstverständlich mit Digitalstrom schalten und auch die Befehle erteilen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bitte schließt die Antriebe nicht direkt am Gleis an. Legt eine separate Leitung, schließt sie dann ähnlich wie auch Stromeinspeisung von euren Gleisen, dass ihr eine Ringleitung habt, schließt da bitte alle diese Fiesmann-Weichenantriebe an. Und wenn ihr nicht extra einen Boosterkreis dafür verwenden wollt und der Strom eurer Zentralstation für die Größe der Anlage ausreicht, dass ihr das mit darüber schalten könnt, weil ihr schaltet ja sowieso nicht gleichzeitig, sondern wenn, dann werden ja die Antriebe seriell hintereinander geschaltet. Selbst bei einer PC-Steuerung werden die Befehle ja abgearbeitet. Das heißt, es schalten nicht 20 Weichen gleichzeitig, sondern es schalten 20 Weichen nacheinander. Deswegen ist der Strombedarf auch da gar nicht so hoch. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ihr nur einen Stromkreis habt und nicht nur für die Weichenantriebe jetzt einen separaten Booster kaufen wollt oder Ringleitung kaufen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber dann empfehle ich euch, das haben wir jetzt auch extra aufgrund dieser diversen Nachfragen, habe ich das jetzt auch mit ins Programm genommen. Wir setzen das auch bei unseren Anlagen, teilweise haben wir das schon immer eingesetzt, dass wenn wir einen Stromkreis haben, zum Beispiel von der Central Station, dass wir aber trotzdem eine separate Leitung machen und diese über einen Verteiler zusätzlich absichern. Und wir haben diesen Verteiler jetzt auch bei uns im Programm. Das ist ein Verteiler, wo ich aus einem Stromkreis 4 Stränge machen kann, die separat über jeweils eine einzelne Sicherung abgesichert sind. Ich blende euch das, wie gesagt, diesen neuen Verteiler, den wir jetzt auch im Shop bei uns haben, ein. Und ich verlinke euch den Verteiler natürlich auch unten in der Infobox. Warum machen wir das und warum empfehlen wir euch diesen Verteiler? Ganz einfach, weil wir auch festgestellt haben, aufgrund dieser Problematik mit den Fiesmann-Antrieben, gerade während der Bauphase oder wenn ihr Probephase habt, wenn ihr das alles zusammen am Gleis habt, sprich den Digitalfahrstrom der Loks und gleichzeitig auch die Antriebe darüber schaltet und ihr auch in der Bauphase oder sonstiges mal zwischendurch einen Zug entgleist oder ihr einen Kurzschluss verursacht, auf dem Gleis oder an einer Weiche oder beim Überfahren oder sonstigen. Und wir haben das selber auch während unserer Bauphase bei Holtenburg festgestellt. Dann hat man mal irgendwas noch nicht von den Gleisen runtergenommen, hat es vergessen, hat es drauf liegen lassen, fährt mit dem Zug lang und der entgleist dann aufgrund dessen. Dann würde ja der Kurzschluss, den ihr dann verursacht, natürlich hat die Central Station auch eine Abschaltmöglichkeit, Überlastreaktion, reagiert sie ja auch. Aber das muss ja erstmal, bis der Kurzschluss an der CS3 ankommt und gemeldet ist, kann es sein, dass er in der Zwischenzeit dieser Kurzschluss schon aber in 3, 4 Weichenantriebe mit reingeraust ist. Und zum Schutz der Weichenantriebe und damit er eben nicht durch Kurzschlüsse irgendwie die Adresse vergisst oder sonstiges, empfehlen wir euch einfach an dieser Stelle auch nochmal zusätzlich, trennt dann die Stromleitung für Antrieb und Digitalfahrstrom zum Beispiel durch so einen extra abgesicherten Strang. Wenn ihr, wie gesagt, keinen separaten Booster oder sonstiges dafür nur dafür verwenden wollt und ihr bei eurer Anlage sowieso mit der Central Station und dem dazugehörigen Netzteil 60 VA ansonsten gut klarkommt, dann braucht ihr keinen extra Booster oder sonstiges, dann verwendet bitte diesen Stromverteiler, dass zumindest die Verteilung von diesen Stromverteilern separat ist. Das hilft euch auch im Falle eines Kurzschlusses, falls ihr vielleicht nicht wisst, wo der ist. Wenn ihr diese Aufteilung macht, ihr habt mit diesem Verteiler 4 Stränge, die ihr separat absichern könnt
Und wenn da dann eine Sicherung durchrauscht, weil eben Kurzschluss ist, dann wisst ihr aber auch ganz genau, in welchem Teilbereich das ist. Also deswegen, ja, haben wir das jetzt extra nochmal aufgenommen, weil es wie gesagt auch Fragen und auch per Mail und auch in den WhatsApp-Gruppen gab. Und deswegen denke ich, das wäre vielleicht nochmal ein sinnvoller Tipp an dieser Stelle, gerade in Bezug auf die Fiesmann-Antriebe oder aber auch, wenn ihr MacLean-Weichendecoder oder sowas einsetzt und eben kein Lodi 83AC mit getrenntem Stromkreis habt, dann können wir diese Verteiler mit den zusätzlichen Sicherungen, können wir euch nur ans Herz legen. So, und dann würde ich fast sagen, das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Wirklich, wie gesagt, wie angekündigt auch, nur ein ganz kurzes Video. Von daher an dieser Stelle, ja, dann sage ich wie immer an dieser Stelle, vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Bleibt mir gesund und munter. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Und wir sehen uns wieder nächste Woche, jetzt am Wochenende, Sonntag, zu einem ganz besonderen Video. Da geht es nämlich um das Thema MZR Zusammenschluss, neue Marke, unter anderem Modellbau, Zager, Spielwarenradchen und MMC. Da haben wir diese Woche das Video bereits gedreht. Ich bin schon dabei, das zu schneiden. Ihr könnt euch echt freuen. Wir haben tolle neue Highlights, tolle Neuigkeiten. Auch in Bezug auf Sven Zager habe ich tolle Neuigkeiten für euch. Ist ein tolles Video geworden. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, Jungs, dass ihr am Dienstag hier wart. Ja, und wie gesagt, am Sonntag 17 Uhr könnt ihr euch schon mal den Wecker stellen. Ich weise schon mal drauf hin. Vielleicht sehen wir uns dann ja auch im Chat zur Premiere. Wie gesagt, Sonntag 17 Uhr. Das nächste neue Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, euer Meise. Also, wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt, dann schaut doch einmal hier. Da könnt ihr den Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr MMC-Videos, dann schaut mal hier. Da habe ich euch ein Video verlinkt, was vielleicht auch euer Interesse wecken könnte.